Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, mit diesen Bildern hatte ich mich letzte Woche von euch verabschiedet. Und mit diesen Bildern soll es heute auch das Ganze wieder beginnen. Ich hatte euch versprochen, euch die Modellbahnausstellung zu zeigen in Schönfeld im Erzgebirge. Wir stehen hier vor der größten Spur-1-Anlage Europas. Das ist hier noch so ein bisschen abgegrenzter Rahmen. Wir sehen dann etwas später noch alles, was da, naja, was da so der Rahmen hergibt. Ja, es ist auch sehr liebevoll gestaltet gewesen, muss ich sagen. Es ist für mich natürlich auch ein bisschen ungewohnt. Also ich bin jetzt da nicht so firm, was da so in Spur 1 da so möglich und üblich ist. Hier jetzt sehen wir auch eine Besonderheit, die ich bisher auf keiner Anlage bisher gesehen habe. Also bis auf keiner großen Ausstellungsanlage. Gut, ich kenne da auch nicht so viel. Weil normalerweise ist das eben so, man lässt dann den, hat also hier einen Kopfbahnhof und legt dann irgendwo einen versteckten Tunnel an. Und der Zug wendet dann irgendwo im Untergrund. Hier ist es also nicht so. Hier wird also, wie sich das gehört, im Endbahnhof umgesetzt und das automatisch. Das weiß ich nicht, ist vielleicht jetzt nur meine Unkenntnis, aber ich habe es, wie gesagt, so in dieser Form noch nicht gesehen. Und das hat also hier reibungslos geklappt. Also wir hatten dann zwar später da so ein bisschen eine kleine Panne gesehen, aber hier bei diesen Umsätzen habe ich da nicht gesehen, dass da irgendwas irgendwie problematisch war. Ja, noch kleiner Gag. S4000. Wer noch kennt aus DDR-Zeiten, hat hier ein kleines Motorproblem. Ja, so leuchtende Autos gab es, glaube ich, nicht zu DDR-Zeiten. Also ich meine jetzt nicht die Lampen, sondern das Fahrerhaus. Wenn hier manche Aufnahmen jetzt nicht so berauschend sind, es gibt also auch da einen Tag-Nacht-Wechsel und das Handy hat dann versucht, da irgendwie noch das Maximale rauszukriegen, obwohl es dann, naja, eher so ein bisschen Schummerlicht war. Deshalb sieht manches hier ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig aus. Bei den Fotografien kommt das Handy besser zurecht und zaubert dann, obwohl es schon halb dunkel ist, dann noch vernünftige Bilder, wie wir es hier sehen. Da sind zwar oben die Lampen noch an, aber die haben wirklich nur ganz wenig Licht von sich gegeben. Ja, wenn man das dann im Video sieht, dann wird die Qualität sofort etwas schlechter. Ja, hier mal das Kontrollpult. Das ist also, das Programm nennt sich Softlock. Das bilde ich mir ein, dass ich das aus Neumark-Würzburg kenne. Da mit der schiefen Ebene, das wurde, glaube ich, auch mit Softlock gesteuert. Das ist ein bisschen was Älteres, also in das Programm. Aber ich kenne mich da jetzt nicht so aus, was da jetzt empfehlenswert ist und was nicht. Also mal diese Marktszene. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welcher Markt das ist und welcher Ort das ist. Das ist dann so im Großen und Ganzen. Naja, das hätte man sich alles aufschreiben können oder hätte die Schilder fotografieren können oder was auch immer. Aber das ist auch wie beim, wenn ich für Fremdtreffen bin, ich vergesse dann auch andauernd die Stationsnamen. Ja, hier war es dann wahrscheinlich ganz dunkel. Und da haben wir hier so ein wunderbares Flacker-Video mit dem hellen Gebäude, hell beleuchteten Gebäude im Hintergrund, wo dann auch immer mal Lampen an und aus gingen. Also es war alles wirklich, das war alles nett gemacht. Also kann man nicht meckern. Ich meckere sonst immer an den Bäumen rum. Aber naja, es ist eben, ich denke mal, wenn hier, wenn man hier Bäume bauen würde für die ganze Anlage, also entweder wir können sie nicht bezahlen oder man müsste sie bauen und dann wäre sie noch bei weitem nicht auf dem Stand. Also da muss man leider immer mit ein paar Kompromissen leben. Und das ist eben,
Also, wenn es nicht jetzt ganz super top ist, aber es lässt sich so vom Gesamtbild recht gut anschauen. Und wer natürlich hier Freund der Schmalspurbahn ist, es gab ja im Erzgebirge früher, es gibt ja heute noch viele Schmalspurbahnen in Sachsen, aber damals waren es natürlich noch viel mehr. Also da könnte man ein paar Schmalspurbahnen in halb Sachsen bereisen. Ja, hier ist auch noch ein bisschen Flackerlicht, ne? Da gibt es auch technische Lösungen, wie man das behebt, aber wie sagt man so schön, irgendwas ist immer. Wenn ich lese, da Jöstadt am Bahnhof, wenn ich mich jetzt hier nicht irre. Also während ich das jetzt hier schneide und nachvertone, ist mein Videobild viel kleiner als eures, also es sei denn, ihr guckt auf dem Handy. Dann möge mir das nachsehen. Ja, und hier sieht man dieses Umsetzen. Also die Lok wartet immer ein Weilchen, dann wird die Weiche umgestellt. Also ich nehme ja mal an, dass in solchen Bahnhöfen dann jemand aussteigt und die Weiche umstellt. Und das nicht von irgendeinem zentralen Stellwerk, also im Vorbild meine ich, ne? In so einem zentralen Stellwerk passiert, deshalb ist das hier die Wartezeit dann auch in Ordnung. Also muss er also wieder einsteigen. So, er fährt jetzt hier in seinem Zug wieder vorbei. Neue Kameraeinstellung. Na, wo will er noch hin? Die Weiche, die jetzt gestellt wird, sehen wir leider nicht. Die ist hier hinter dem Wagen. Ich sehe übrigens, dass hier noch eine dritte Klasse ist. Also das gab es da eigentlich nicht mehr. Das müsste dann, weiß ich nicht, Museumswagen sein. Oder? Täusche ich mich da jetzt, dass da, na gut, jetzt hat er ein bisschen sehr weit geschoben, aber naja, das ist, wie gesagt, das läuft ja alles automatisch, da steuert ja nicht irgendjemand, der jetzt hier einen Regler in der Hand hat. Abgeschoben von Jöstadt und jetzt fährt der Zug, der gerade umgesetzt hat, mit flackerndem Licht wieder aus. In die ferne Welt, in die damals ja noch viel, viel, viel längere Strecke, als das ist ja bloß ein sehr kleiner Teil heute wieder aufgebaut worden. Das ist übrigens die DDR-Land, deshalb habe ich jetzt gerade gestutzt, die DDR-Landschaft der 80er. Hierzu möchte ich mal noch ein paar mehr Worte verlieren. Wir sehen also hier die Indianerzelte. Fragt man sich natürlich heute, was wollen die Indianerzelte in 80er Jahren der DDR? Ja, es gab in der DDR Hobby-Indianer. Das sind also Leute gewesen, die sich dann mit der indianischen Kultur beschäftigt haben, sich dann entsprechend gekleidet haben und dann das Wochenende über ins Tipi umgezogen sind. Und das ist hier im Modell dargestellt. Ich kenne es nur aus Leipzig. Ich weiß nicht, wie es in anderen Gegenden der DDR war. Da hatten wir sogar zwei Indianerstämme, die sich dann, also es war erst einer, die haben es dann aber mal irgendwie, waren die sich dann nicht mehr einig. Und dann hat dann einer quasi einen anderen Stamm gegründet. Und dann gab es also zwei Indianerstämme in Leipzig. Ja, heute ist das, zählt das unter kulturelle Aneignung, ne? Was ein Begriff ist, wo ich dann auch immer mal ein bisschen den Kopf schütteln muss, ob man es da nicht ein bisschen übertreibt. Ja, hier habe ich mir es gemerkt, weil ich habe hier das Schild fotografiert. Das ist der Bahnhof Großrückerswalde, der hier auf diesen ganzen, in diesen ganzen Anlagen sozusagen der größte Bahnhof ist, der hier dargestellt wird. Sieht für mich jetzt eher so ein bisschen nach Güterbahnhof aus. Ja, hier haben wir noch eine 4K in Originallackierung, also Originallackierung der sächsischen Länderbahn, wobei es da durchaus unterschiedliche Auffassungen gibt, welche Farbe
dies gewesen sein mag. Na, also da werden sehr viele Diskussionen geführt. So genau weiß keiner, das ist also alles so eine Frage der Wahrscheinlichkeiten. Wer es gerne wissen will und meine Meinung wissen will, der schreibt einfach einen Kommentar, schreibe ich was rein, aber ich will jetzt hier das Video nicht unnötig ausdehnen. Ja, Wolkenstein haben wir vorhin leibhaftig besucht. Hier ist sozusagen der Bahnhof ist im Modell. Ja, hier haben wir uns dann ein bisschen länger aufgehalten, weil wir hier auf den Zug gewartet haben. Allerdings, ich hatte ja schon erwähnt, am Anfang gab es da wohl ein technisches Problem, nämlich diese Schranke wollte sich nicht schließen und hat dann, naja, ich weiß nicht, ob das ob der Zug wirklich losfährt, wenn die Schranke zu ist. Und die wollte aber einfach nicht zugehen. Ne? Und von da an haben wir dort keinen Bahnverkehr mehr auf der Anlage gehabt. Zumindest auf der Strecke, die hier nach Wolkenstein ging. Kommandostand war unbesetzt, also in dem Moment zumindest. Und ja, ist ein bisschen schade, aber ist halt nichts zu ändern. Das ist auch ein ganz wichtiges Bild für DDR-Zeiten. Das kennen dann auch was noch die Älteren, die jetzt also die Vorwendezeit noch erlebt haben, ne, weil alle mit Kohle geheizt haben und dann musste die natürlich irgendwann mal angeliefert werden. Und das sah dann ungefähr so aus. Meistens, also ich kenne es allerdings nur so, was weiß ich, Traktor mit Hänger oder LKW hingefahren, abgekippt, fertig, weggefahren und sieh zu, wie du das die Kohle dann unterkriegst. Na, also ich weiß nicht, was da so ältere Menschen gemacht haben. Aber naja, das sind so alles so Themen. Ja, hier habe ich leider, das ist ein wunderschöner Übergang. Hier habe ich leider auch nicht mehr so im Hinterkopf, wie dieser Bahnhof hieß. Den gibt es auch im Original noch. Der ist also noch erhalten. Wurde mir zumindest gesagt, aber ja, Namen und Zahlen, die wollen da nicht mehr so immer im Kopf bleiben. Und ich habe es auch nicht aufgeschrieben. Ja. Hier gab es dann Rangierarbeiten auf der Schmalspurbahn. Wir sehen also hier zwei Regelspurgüterwagen auf Rollwagen aufgebockt, die hier bewegt werden. Was also lange Zeit auf der Schmalspurbahn gang und gäbe war. Ich weiß nicht, ob es gelegentlich auch auf der Harzquerbahn noch stattfindet, wenn die, was weiß ich, irgendwas machen auf ihrer Strecke, irgendwie schottern oder was, dass die dann Regelspurwagen nehmen. Könnte sein, weiß ich aber nicht. Hier haben wir eine Baureihe 50. Ich habe die eigentlich jetzt hier aufgenommen, also auch als Video, damit man hier die Beleuchtung sieht, also die sozusagen die offene Feuerbüchse darstellen soll. Ansonsten ist mir hier so ein bisschen aufgefallen, dass Lok-Tender-Abstand ziemlich groß sind. Wenn es allerdings eben nicht so wäre, na, hätte ich wahrscheinlich die Feuerwechsel nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier irgendein Eigenbaumodell ist oder irgendwas, was man käuflich erwerben kann. Wie gesagt, ich kenne mich da in der Spur 1 nicht so aus. Ja, hier haben wir eine Lok der Baureihe 7K, zumindest der inoffizielle Name, der jetzt nicht so ganz richtig ist, weil es ja die Sächsische Staatsbahn nicht mehr gab, als diese Lok gebaut wurde. Ja, Bahnhof Niederschlag ist das hier, wo die Lok einfährt. Bestehend aus nur einer einzigen Weiche. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob die Reihenfolge der Bilder stimmt, weil jetzt hier schon wieder so ein Regelspurzug fährt. Hier haben wir mal einen Blick über einen Teil der Anlage, also die etwas größere Halle. Dahin sehen wir dann den Übergang in die kleinere Halle, die wir also ganz am Anfang gesehen haben. Das sieht also schon ziemlich gewaltig aus. 86, wenn ich mich recht erinnere.
mit einem Rekozug. Ja, hier haben wir noch ein Schaltpult, DR-Schaltpult, was dort stand. Da standen also einige, naja, Hinterlassenschaften der Reichsbahn noch in der Ausstellung. Das war so eine kleine Ecke, wo dann unter anderem noch dieses Teil stand. Also hier so ein Relaisschrank, Weichensteuerschrank steht oben drüber. Ja, wo also von dem Stellpult, was wir gerade gesehen haben, dann die Schaltbefehle an die Weichen und Signale weitergeleitet werden. Zurück zur Anlage haben wir hier noch eine Baureihe 58. Die sieht auch aus wie selber gebaut. Also das weiß ich nicht. Also da die Leute waren ja dann weg hier am Stellpult. Die hatten auch da irgendwie sich untereinander unterhalten. Das wollte ich mich da nicht reinmengen und Fragen stellen. Deswegen hatte ich auch ein bisschen mit Video machen zu tun. Ja, hier ein tolles Signal, das stellt hier HP 1,5 dar oder was auch immer. Ja, das ist, die waren auch glaube ich gar nicht angesteuert, die Signale. Das war irgendwie noch nicht fertig. Hier haben wir die Szene, was ich vorhin erzählt habe, mit der Schranke, die also nicht nach unten ging, die dann hier, weiß ich nicht, 10 Minuten, Viertelstunde lang da vor sich hingeklingelt hat. Und wir haben auf den Zug gewartet, der da aus dem Tunnel rauskommt. Er kam nicht. Das war dann der letzte Zug, der sich noch bewegt hat, der quasi als letzter im letzten noch Blockabschnitt war, der noch nicht blockiert war. Das ist die Sächsische 38. Gar nicht wie die Sächsische, aber das 12H, ich weiß nicht mehr, das habe ich mir auch nicht gemerkt. Ja, es gab dann so verschiedene Drücker, wie man so schön sagt, ne? Also wird dann hier, man hat noch gedrückt, dann fing die an hier zu arbeiten. Ja, und sonst haben sie Pause gemacht. Ich habe jetzt sehr viel Werbung gemacht, ich habe übrigens die Eintrittskarte gekauft, also ich habe sie nicht bezahlt gekriegt. Ich sehe es aber so, ne? Also wenn man irgendwo ist und nicht weiß, dass da so was vor Ort ist, dann ärgert man sich natürlich dann, wenn man nicht da war. Na, also wir kommen jetzt ans Ende von unserem Video. Ich wünsche noch einen schönen Abend und macht was draus.